Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Goat Toil hier in dieser Reihe. Heute soll es mal um Variablen gehen und wie im ersten Part ja auch schon angekündigt, möchte ich hauptsächlich eben darauf eingehen, wie das sich ja zu anderen Programmiersprachen verhält. Als allererstes wäre festzuhalten, dass Go eine statische Typisierung hat. Das heißt, wir müssen immer den Typ explizit angeben, zum Beispiel auch wenn wir eine Funktion schreiben oder ähnliches. Das heißt, eigentlich wir müssen natürlich auch den Typ bei den Variablen standardmäßig eigentlich angeben. Warum eigentlich, werden wir gleich sehen. Ich zeige jetzt mal, wie das aussehen könnte. Und zwar hätten wir dann ein var, damit können wir eine Variable erstellen. Dann direkt den Namen. Ich nenne die jetzt gerade mal mit Name und die ist jetzt vom Typ String. Das reicht schon. Damit können wir tatsächlich schon eine Variable erstellen. Die ist jetzt nur deklariert, also die hat noch keinen Wert zugewiesen, wobei aber in Go standardmäßig das Ganze null initialisiert wird. Das heißt, bei Variablen, die jetzt irgendwelche Zahlen sind, ist der Standardwert 0. Bei einem String wäre der Standardwert dem leeren String, also das ist gleichbedeutend mit String gleich leerer String. Das können wir eben auch weglassen, das ist redundant. So, wenn ich das jetzt mal abspeichere, sehen wir jetzt hier, dass es rot unterstrichen wird und das liegt daran, dass in Go ist es verboten, Variablen zu erstellen, ohne sie zu nutzen. Das ist manchmal ein bisschen nervig tatsächlich, denn jetzt in dem Fall, wenn ich das jetzt zeigen will, müssen wir die noch irgendwie nutzen. Das können wir zum Beispiel, indem wir die printen, können wir dann den Namen printen. Sobald wir das machen und kurz warten, da braucht manchmal ein paar Sekunden, sehen wir, dass es eben das rot unterstrichene weg ist. Das Ganze ist auch nicht nur eine Warnung, sondern tatsächlich, wenn wir das hier entsprechend nicht drin haben, ich kann das mal auskommentieren, Kommentare hier mit zwei Doppelslash erst jetzt ausführen wollen, haben wir hier eben Name declared and not used. Also das ist wirklich ein Compiler-Fehler, damit kompiliert es erstmal nicht. Das soll natürlich dazu bringen, dass man einerseits keine ungenutzten Variablen irgendwo rumfliegen hat. Ja, und so halt auch, wenn man zum Beispiel eine Variable erstellt und die eigentlich nutzen möchte, aber zum Beispiel irgendwo einen Schreibfehler drin hat, dann wird man auch recht schnell darauf aufmerksam, wenn man jetzt plötzlich aus Versehen eine andere Variable nutzt als die, die man eigentlich nutzen will. Von dem her hat es Vorteile, aber wie schon gesagt, manchmal ist es auch so ein bisschen nervig. Daran muss man sich halt dann gewöhnen. So, ja, wir können es auch direkt initialisieren hier in der Zeile, haben wir auch schon gesehen. Was ist jetzt aber, wenn wir das nicht machen wollen? Und zwar gibt es tatsächlich eine Möglichkeit in Go. Wir müssen den Typ nicht immer angeben und das ist natürlich sehr schön. Und zwar können wir hier auch direkt etwas zuweisen, also wenn wir direkt einen Wert zuweisen, können wir diese Kurzschreibweise verwenden. Das heißt, wir schreiben x, unseren variablen Namen, dann ein Doppelpunkt ist gleich und damit sagen wir, wir erstellen die Variable und weisen ihr den Wert 5 zu. Und danach können wir die ganz normal verwenden, wir können dann zum Beispiel einen anderen Wert zuweisen, zum Beispiel 7. Funktioniert dann ganz normal, hier dann eben nur eine Zuweisung, deswegen hier kein Doppelpunkt, Doppelpunkt nur, wenn ihr sie frisch erstellt. Wenn ihr hier nochmal Doppelpunkt hinschreiben würden, wäre das hier auch ein Fehler. Genau, hier. No new variable on left side. Deswegen also nur Doppelpunkt, wenn er sie das erste Mal erstellt. Und der Typ dieser Variable wird jetzt inferred. Das heißt, er schaut, okay, was ist das hier für ein Typ, was wir angegeben haben? In dem Fall eine Ganzzahl. Deswegen ist auch hier unsere Variable vom Typ int. So, auch hier möchte ich die natürlich ausgeben, damit er hier keine Fehler gibt. So. Genau. Was für Typen gibt es von Variablen? Schauen wir uns jetzt erstmal an. Und zwar, eben wenn wir einen speziellen Typ haben wollen, müssen wir dennoch diese Variablen-Schreibweise mit explizitem Typ wählen. Und zwar können wir jetzt zum Beispiel int 64 angeben. Und geben das hier gerade auch mal noch aus. So, damit er sich deswegen nicht beschwert. Genau, so haben wir jetzt eine Variable z erstellt, die standardmäßig jetzt den Wert 0 hat. Wenn wir jetzt hier aber was zuweisen würden, wird er sich gleich beschweren. Hallo? Warum beschwert er sich da nicht? Ah, okay. Also, er beschwert sich tatsächlich nur bei int. Und zwar eben sagt er uns hier, dass wir das Ganze auch in der Kurzschreibweise nutzen sollen. Und wenn es möglich ist, dann sollen wir doch bitte diese verwenden. Int ist jetzt ein Typ, das ist je nachdem, auf welchem Betriebssystem wir sind, also ob 64-Bit oder 32-Bit, ist es unterschiedlich. Bei 64-Bit ist Int standardmäßig Int 64.
Und bei einem 32-Bit ist es standardmäßig, 32. Genau, also int ist wirklich variabel, kennt man so auch aus zum Beispiel C und C++. Da ist es ja genauso, dass man, wenn man int schreibt, je nachdem halt quasi das für das entsprechende Betriebssystem optimierte Version verwendet. Anders ist es bei Float. Es gibt keinen Typ, der Float heißt. Können wir mal ganz kurz testen. Wir haben nur Float 32 und Float 64. Standardmäßig, wenn wir hier eine Zahl infern, also wenn wir jetzt schreiben, y:// ist gleich 2.7 zum Beispiel, dann ist es standardmäßig ein Float 64. Und das auch egal auf welcher Art von Betriebssystem. Also auch auf 32-Bit-Systemen ist das standardmäßig 64-Bit groß, weil man nicht so leicht zwischendrin konvertieren kann, weil die unterschiedlich genau sind. Naja, die genauen Gründe könnt ihr nachlesen, wenn euch das wirklich interessiert. Aber eben hier standardmäßig ist es immer ein Float 64. Wir können das hier auch explizit angeben. Wir wollen jetzt hier ein Float 64. Falls ihr aus irgendeinem Grund eine 32-Bit-Zahl haben wollt, also 32-Bit-Fließkommazahl, dann eben Float 32 angeben. Aber bei Fließkommazahlen hat man es ja gerne etwas genauer und nimmt dann ja gerne den 64er, das heißt den standardmäßigen. Genau, dann kommen wir noch ganz kurz nochmal zu Ints zurück. Wir hatten ja schon Int 32 und Int 64 gesehen. Es gibt noch deutlich mehr. Es gibt nämlich auch Int 16, das sind natürlich 2 Byte. Es gibt Int 8, das ist dann 1 Byte. Und es gibt auch Uint. Das heißt, es gibt den Uint, der dann standardmäßig eben auch, je nachdem auf welchem Betriebssystem wir sind, 32 oder 64-Bit ist. Und wir haben eben hier, wie wir sehen, wir haben sowohl 8-Bit, wir haben 16-Bit, 32 und 64. Eben dann unsigned, das heißt ohne negative Werte, nur positive Werte. Dadurch ist dann der Wertebereich auch ein Tick größer. Ja, sollte, denke ich, bekannt sein. Genau, es gibt dann noch so ein paar Aliases. Ein Alias, den ich sehr interessant finde, ist tatsächlich Byte. Ein Byte ist eigentlich ein Uint 8. Also man könnte auch Uint 8 schreiben, kommt aus Gleiche drauf raus. Aber Byte ist, finde ich, dadurch, dass die Bezeichnung doch schon recht verbreitet ist, von einem Byte. Das heißt, es geht da von 0 bis 255. Finde ich das ein ganz netter Typ, dass der vorhanden ist. Also, wie gesagt, eben Byte geht von 0 bis 255 und entspricht einem Uint 8. Aber wenn ihr wirklich irgendwo ein Byte ausdrücken wollt, würde ich wirklich empfehlen, auch tatsächlich den Byte hier als direkte Bezeichnung zu wählen, statt Uint 8, weil es ein bisschen klarer nochmal wird. So, es gibt noch einen weiteren Alias und das ist die sogenannte Rune. Ich mag sie jetzt nicht ganz so sehr. Es steht tatsächlich für ein Int 32 und soll eben einen Unicode-Point quasi darstellen, genau. Und aus diesem Grund würde ich wirklich empfehlen, Rune also auch wirklich nur zu verwenden, wenn ihr irgendwo was mit Unicode angeben wollt oder ähnliches, wobei man dafür ja eigentlich den String hat. Also Rune würde ich wirklich eher sehr wenig nutzen. Genau, einen letzten Typ, den wir uns anschauen können, das mache ich mal gerade mal hier unten ran, ist tatsächlich der Komplex, das heißt komplexe Zahlen. Hier ist ganz interessant, und zwar gibt es zwei, Komplex 64 und Komplex 128. Bei Komplex ist es dann eben standardmäßig dann der 128 auf 64-Bit-System. Genau, warum die jetzt hier so aufgeteilt sind, liegt ja einfach daran, dass die komplexe Zahl als zwei verschiedene Zahlen dargestellt wird. Und aus diesem Grund haben wir hier eben zwei 32-Bit-Zahlen und hier haben wir zwei 64-Bit-Zahlen. Genau, wir wollen jetzt in dem Fall mal einen Komplex 64 angeben und dann können wir hier eben 2i plus 3 zum Beispiel angeben. Das heißt, wir können es in dieser Schreibweise eben ganz normal schreiben. Können wir hinten dran auch noch kurz c ebenfalls ausgeben in unserem println. Beziehungsweise wir sollten das hier vielleicht in y ändern, dann sollte das auch funktionieren, weil wir ja gar kein z mehr haben. Genau, ansonsten, wir können auch für komplexe Zahlen die Kurzschreibweise verwenden, dann ist es eben Komplex 128 mit zwei 64-Bit-Zahlen. Da schreiben wir dann eben z:// ist gleich 3i plus 4, was auch immer ihr für eine Zahl, wir sollten hier natürlich einen Doppelpunkt machen. Also diese Schreibweise geht auch, ist dann eben, wie gesagt, ein Komplex 128. Und natürlich müssen wir die Variable nutzen, deswegen ist es hier gerade unterstrichen. Aber ich mache es jetzt auch schon wieder weg. Genau, das wäre es eigentlich schon zu Variablen.
In der Regel nutzt man tatsächlich die Kurzschreibweise, weil es einfach viel kompakter ist, weniger zum Schreiben und bringt eigentlich fast nur Vorteile. Wir können das natürlich dann auch zum Beispiel, wenn wir einen Rückgabewert einer Funktion haben. Was für ein Rückgabewert das ist, gibt die Funktion ja an. Das müssen wir tatsächlich immer noch schreiben. Aber dementsprechend können wir dann tatsächlich auch den Wert, der Rückgabewert der Funktion dann direkt auch in der Kurzschreibweise an eine Variable zuweisen, weil er eben tatsächlich genau definiert ist, was für ein Rückgabewert das ist. Denn wir müssen immer noch, auch wenn es hier schon so ein bisschen aussieht wie eine dynamische Programmiersprache, so mit dieser Schreibweise, es ist statisch, das heißt, wir haben auch die Vorteile von der statischen Typisierung, insbesondere eben weniger fehleranfällig. Wir merken oder wir sehen genau, welche Typen eine Funktion erwartet. Und können dann die entsprechend auch genau reinliefern und kommen mit den Typen nicht so schnell durcheinander. In manchen Stellen ist es natürlich ein bisschen umständlicher, aber allein schon, dass wir die meiste Zeit die Kurzschreibweise nutzen können, ist schon wirklich angenehm. Und auch, dass es standardmäßig mit 0 initialisiert wird, wenn wir das direkt angeben, auch sehr praktisch, denn wir können uns dann Dinge sparen wie bla komplex ist gleich 0 oder int 32 gleich 0. Dieses gleich 0 können wir uns einfach sparen, weil das standardmäßig schon der Fall ist. Genau, also so gesehen ist es so ein bisschen das Beste aus beiden Welten, statischer und dynamischer Typisierung. Dadurch, dass man eben in den meisten Fällen den Typ gar nicht angeben muss, aber er ist dennoch tatsächlich statisch festgelegt. Genau. Das wäre es eigentlich auch schon zu dem Ganzen. Es ist jetzt eigentlich nicht arg spannend, aber wie gesagt, es sind so ein paar Konzepte, die auch zumindest zu älteren Programmiersprachen neu sind. Und man merkt eben auch hier den Fokus auch auf Programme, die solide sind, gut funktionieren und optimiert sind. Dadurch auch, dass wir eben die Variablen auch immer nutzen müssen. Man sieht schon, dass das versucht wird, das Ganze, Bugs möglichst schon vorher zu verhindern, bevor sie überhaupt geschrieben werden, indem halt die Sprache einen so ein bisschen in die Richtung leitet, dass man das auch schnell merkt, wenn man einen irgendwo außersehen mal, eine falsche Variable oder so drin hat. Aber, wie man auch schon merkt, eben man muss die Variablen nutzen, also es ist manchmal kann es auch ein bisschen nerven tatsächlich. Aber wie gesagt, man gewöhnt sich dran und dann sollte es eigentlich alles auch passen. Genau, das wäre es für diesen Part. Ich hoffe, es hat gefallen. Falls noch Fragen offen sind oder ich irgendwas vergessen habe zu erwähnen, könnt ihr euch gerne in den Kommentaren melden. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn man sich im nächsten Part auch nochmal sieht. Und bis dahin. Ciao.